Weißt du, wann 7.2 kommen sollte? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung. Wobei 7.2, da ist ja schon der Angriff auf Argus, also es wird wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern. Erstmal gucken, ob wir überhaupt in die Nacht festen dürfen. Lich Queen erstellen? What? What? Verstehe ich nicht. Operation Murloc Freiheit. Achso, die werden ja jetzt immer automatisch. Oh Gott, ja. Nein. Humongris. Bei der Taschenzauber, genau. Den geilen Zaubertricks. Tüdelü. Es ist kaum einer hier. Wundervoll. Komm mir den Arsch her, bewegen die Schweine. Und nicht mal einer mit. Doch. Was liegt an? Im Handelsmount. Bleib noch kurz da, Gnimo. Nein! Fuck. Lass mal einen Druiden reiten. Schurke geht mir jetzt schon auf den Sack. Das sind erst so 8 Leute, das wird nix. Wir sollen mal ihren Arsch hierher bewegen. Alter. Jo. Warte mal kurz. Da ist nicht viel Robe, würde ich jetzt mal sagen. Hier die Blutelfpriesterin links. Die hat nicht mehr viel, also was heißt nicht mehr, die hat nicht viel an. Wird nur von diesem einem Plattenoutfit, was die Drehner-Damen immer tragen. Das ist so knallrot, das oh. Sieht richtig nuttig aus. Oh ja, stimmt. Na, wie gesagt, die Drehner, die haben so einen Stringtanga an und, also einen Plattenstring. Dann die Oberschenkel frei und kniehohe Strapse. Und Kettenbikini. Und ich glaube so wie Handschuhe halt, aber halt. Also lange Handschuhe, wo halt ein Teil noch die Brustrüstung ist, aber halt die Schultern sind frei. Sieht aus wie so eine Burlesque-Tänzerin. Das ist sehr merkwürdig. Übrigens schreien sie gerade auf Reddit alle danach, dass Orks endlich mal gerade laufen sollen und mal vernünftig aussehen sollen, so wie Thrall. Thrall läuft ja wie ein Mensch, also aufrecht, und Orks sind ja so geduckt, so krüppelig. Wenn man böse ist, könnte man auch behaupten, das liegt daran, dass Thrall bei Menschen aufgewachsen ist. Aufgewachsen? Naja. Das kann man jetzt so und so sehen. Ja, man kann sicher sein, wenn er nicht alle nicht gelaufen ist, dann hat er richtig aus Maul gekriegt. Ich port jetzt so lange, bis Heiler und Tanks da sind. Und hier keiner will mit porten, das ist mir egal. Hätte hier halt Probleme, ja. Zu weit entfernt. Und die steht hier noch in der Wald gehen. So
beunruhigt mich das zusehend, wenn es ein männlicher Priester wäre. Und du auf einmal so eine Weichtür auf den Tritt. Unscharf? Aber so wie nicht scharf, also nicht mäh. So wie du das geschrieben. Scharf und mäh. Also, da stehen wir unscharf. Was ist das für ein Name? Nach Herrin Talanas? Und wo die Knopf? Oh, ist ja gerade noch so viel schlecht. Was passiert hier gerade? Wäre cool, wenn er unser Geschlecht wechseln könnte. Ich bin Zauberer. Das habe ich nicht viel Gürtel. Okay, Weltbosse Rare, Elite und Bosse. Ich könnte auch eine geschlechte Wandlung haben. Ich bin lieber eine Blut Elfe als eine Blut Elfe. Ich bin Kadatschi. Und wir schaffen das, ist ein Merkel. Der Rage wird immer kleiner und kleiner. Macht auf Bumm, Feuer, macht Bumm. Nee, ich schneide, kann ich dir nicht tun. Ich bin immer noch nicht. Schultern. Das mit Anamutsis stört mich wohl doch mehr als es sollte. Ist irgendwie doof. Vor allem, weil ich was drop, weil es bisher noch nicht gab. Bei jeder Weltboss ja immer nur ein bestimmtes Teil drop. Also hier der verdorrte Jim oder wie der hieß, der hat ja immer nur Helme gedroppt. Fürst Illidan kennt den Weg. Sturmrochen. Kommen jetzt nochmal drei. Beladung von für Nomi. Dann geh ich kurz in meine Halle und dann sind wir fertig. Wann ist Royal Beef? Um 8? Heute gar nicht mehr. Fällt diese Woche aus. Warum denn das? Weil sie noch nachproduzieren müssen. Die Schweine. Wollt ihr etwas kaufen? Oh. Möge die Jagdschweine euch. Ich bin zu voll für Nomi. Ich hab's übertrieben mit dem Fisch. Mokra. So. So kämpft denn. Mana, Mana, Babidi, Bidi. Ich hab die Achievements noch eingeblendet. Gerade wieder gesehen. Was sagt eigentlich dein Item-Level? 837. Och, das ist ja ganz ordentlich.
Wir können sogar in die Prüfung der Tapferkeit, das reicht sogar schon. Das ist gut, weil da muss man für die Quest ein paar Mal öfters rein. Man muss 1000 Seelenfragmente der Valaja holen. Ich habe 145, also es geht relativ schnell. Na toll. Ich glaube, ich war nur einmal, also ich habe nur einmal die Bosse gelegt. Das Problem ist, du kriegst die Quest erst nach Odin, also nach dem ersten Boss. Was ziemlich kacki ist. Was hätte ich jetzt eigentlich für... Ach ja, meine Waffe aufwerten. Nope. Warum leuchtet er so? Wir werden überleben. Nope. Hat so viele Spieler von Lord. Ich bin außer Reichweite. Noch 3 Level und meine Waffe ist auf dem Maximum. Also ich glaube sogar nur 2-1 habe ich, glaube ich, durch. Ja. Durch meine Stärke der Nasirta. Droppt da ja endlich mal was. Der ist nur Level 100. Was ist denn für ein Wahnsinn? Und trotzdem ist die nicht gefängt. Also nicht vom Schaden her, sondern von der Art. Fertig für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein. Tschö, tschö. Tschö.